Mädel, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Wingelbräu. Ja, Rainer hat natürlich jetzt am 29.01. auch noch einen Stream gemacht, der geht utopische 21 Minuten. Schauen wir uns natürlich auch noch an. Wir schauen mal, was da wieder für Sachen erzählt werden. Und ja, ob er vielleicht doch noch die ein oder andere Lüge hinauslässt. Let's go. Und weitergeht, dass wir als nächstes vorhaben und so weiter. Also meine Pläne sind jetzt eigentlich relativ, ja. Heute bin ich am Reichstag, wie man sieht. Und es ist echt hart. Anfang des Streams, Jungs. Anfang des Streams. Jo, Leute, heute bin ich hier und hier. Ja, wundert euch nicht, ne, wenn ich hier und hier bin, bla bla. Ah, ich kann da nicht so lange streamen. 15, 20 Minuten, weil die Leute mich sonst entdecken. Ich check's halt einfach nicht. Die Aussicht. Ich stelle mich bewusst mal so hin, dass man nicht die ganzen Leute sieht. Hier laufen nämlich viele Touristen auch rum. Und so. Ich schau mal, ich nehme mal wieder einen Gast rein. Das ist immer ganz geil, wenn man jemanden drinnen hat, mit dem man sich unterhalten kann. Wir hatten doch schon mal. Mal schauen, ob das funktioniert. Hallo? Servus. Ja, hey, moin erstmal. Und zwar wollte ich fragen, ob du noch so Kontakte zu anderen Influencern hast. Ja, so ein paar, nicht zu vielen, aber so ein paar, wieso? Ach ja, Rainer, nennen wir mal zwei Namen. Zwei Namen nur. Oder vielleicht sogar nur einen Namen. Zu wem hast du denn Kontakt? Das würde mich sehr interessieren. Wer hat denn wirklich Kontakt? Das Ding ist nämlich, wie definiert Rainer Kontakt? Wahrscheinlich ist es für Rainer schon Kontakt, wenn er Gronkh schreibt, yo, hast du Bock, was zu machen? Dann hat er Kontakt zu Gronkh wahrscheinlich. Also bitte, mit wem soll Rainer denn Kontakt haben? Ja, nur so. Welche wären das denn? Oder willst du das sagen? Oder die war nicht? Wenn ich das erzähle, dann gehen die Leute eben wieder auf die Leute los. Von daher Ja, okay. nein. Ja, also kannst du meinen Freund Leo Yappi Kenne ich nicht und tut mir leid. Grüße ist immer so eine Sache. Ich habe früher mich immer in die Nesseln gesetzt, wenn ich jemanden grüße. Weil das Problem nämlich ist, wenn ich jemanden grüße und ich kenne die Person nicht, dann kommen mir da schon irgendwelche rechtsradikalen Geschichten raus und lauter solche Sachen. Das ist nichts gegen dich und nichts gegen mich, aber deswegen will ich das ja. Okay. Ich grüße. Ja, dann ciao. Wirklich der Profi-YouTuber einfach, ne? Warum läuft er da offen rum mit Wind? Man versteht halt wirklich jedes zweite Wort nicht ordentlich. Das ist wirklich toll. Ich hoffe, das geht nicht die ganzen 20 Minuten so, sonst breche ich ab. Ne, schönen Tag noch. Jo, danke. Dir auch. Hau rein. So, hau rein. So. Schauen wir mal. Oh, ich finde den Namen gerade so episch. Funktioniert. Danke vielmals. Jo, hi. Servus. Alter, du bist ja mal mit einem der geilsten Namen auf TikTok, wa? Sag mal jetzt mal ohne Scheiß. Wo wohnst du eigentlich gerade? Eigentlich nirgends. In erster Linie. Dann rennst du jetzt durch Berlin und pennst dann irgendwo auf der Bank, oder wie? Nö, nee, Sunshine-Hotels auch, so ist es nicht. Ja, die Kohle dafür ab. Ich wollte gerade sagen, das kostet doch was. Ja, klar. Wenn ich ein bisschen Kohle dafür habe, schon, ja. Ansonsten schaue ich halt, wo ich bleibe. Dann wandert doch nach Spanien aus, da ist doch wärmer. Ja, aber in Spanien kenne ich niemanden. Und was will ich denn? Was heißt in Spanien kennst du niemanden? Das wäre nicht dein größtes Problem, Rainer. Sprachbarriere nennt sich das Ganze. Du kannst ja nicht mehr Englisch sprechen. Was will ich in Spanien? Wen kennst du denn in Berlin? Wenn ich das erzähle, dann gehen die Leute wieder auf die Person los. Ja, genau, Rainer. Du kennst wahrscheinlich Leute in Berlin. Alles klar. Dann penn doch einfach bei der Person, die du kennst. Dann brauchst du ja auf der Bank pennen. Funktioniert vielleicht ja nicht. Weißt du ja nicht. Weißt du ja, wie die Situation ist. Weißt Letzten du Endes, was, oder? wo ich wohne. Ich rede auch nicht darüber, wo ich bin, was ich mache oder so. Gerade episch hier, weil hier gerade jemand mit dem Saxophon spielt. Voll episch.
Alles ist voll episch. Episch, Digga. Episch, episch, episch. Dein Name ist episch. Die Saxophon ist episch. Was? Kannst du auch ein Instrument spielen? Ein bisschen Klavier. Dann, Zeitlang. ja, genau. Bisschen Klavier. Rainer, weißt du, was du hättest sagen können? Du kannst Triangel spielen. Das hättest du sagen können. Aber nicht Klavier. Lüll. Ich kann auch Gitarre spielen. Ich zupfe ein bisschen die Saiten. Es hört sich kacke an. Aber hey, ich kann Gitarre spielen. So ungefähr definiert das Rainer wahrscheinlich. Setz dich doch neben den Typ mit dem Saxophon, dann kannst du einen Euro verdienen. Ja, es bringt mir bloß nichts, weil ich habe erstens habe ich kein Klavier hier und auch kein Schlagzeug und nichts. Also was soll ich machen? Außerdem Klavier und Saxophon nicht zwangsläufig zu sammeln. Ach, da muss man nur gut können, dann geht das auch. Ja, das tue ich aber ja nicht. Ja. Arschgeige ist auch ein Instrument, das kannst du doch bestimmt spielen. Man hat schon gemerkt. Man hat schon gemerkt, dass er. Ja, dass er gut am Provozieren ist, so. Setz dich so zu dem Typen, du kriegst vielleicht einen Euro so mäßig. Ja, schön. Nö, aber ich kann den Bannhammer spielen. Und zwar perfekt. So. Hat super hingehauen. Ja, ich bin erstklassig im Bannhammer schwingen. Beziehungsweise spielen, Entschuldigung. Ja, das kannst du wirklich super rein. Da kann man auch sehr, sehr stolz drauf sein. So, nehmen wir mal die nächste Person. Mal gucken, ob es funktioniert. Verbindet, verbindet. Scheint leider nicht zu funktionieren. Gut. Ständige Schnaufen. Ich hasse das wirklich. Junge, so höre ich mich an, wenn ich 100 Kilometer gerannt bin. Also was ist denn da los, Mann? Bum, 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 bum. Ich nehme mal wieder einfach irgendjemanden aus der Liste. Red mal. Ups, jetzt habe ich jemanden einladen wollen, den ich gar nicht in der Liste habe. So, nehmen wir einfach mal den nächstbesten. Ein bisschen random machen das Ganze, nicht immer nur die einzelnen oben und unten durchklappen. Hallo. Alles fit bei dir? Was macht der Typ? Hält er da sein Handy, seine Handykamera zu oder was ist los? Ja. Ja. Wie geht's dir? Och, man schlägt sich so durch, ne? Kennt man doch. Was führt dich zu mir in den Lässt du eigentlich gerade dein Handy auf, wenn du gerade hier auf Reisen bist? Ach so, das ist der Gast, der da eingeblendet ist. Ich dachte, Rainer checkt nicht, dass er seine Kamera zuhält. Okay, da war ich gerade ein bisschen verpeilt. Mein Handy gar nicht groß nötig. Das Handy hält ewig. Ich habe es jetzt heute Nacht aufgeladen und das ist jetzt auf 93%. Habe aber heute schon den ganzen Tag damit rumgebastelt und alles. Also, ich habe mir nicht umsonst ein Ah, da macht wieder jemand Foto. Ja, wo meint, ich sehe es nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, das ist halt. Mach ich halt so, dass das Handy einmal aufgeladen ist und dann habe ich normalerweise für 2, 3 Tage meine Ruhe. Deswegen habe ich ja extra so ein Auto-Handy. Mein Akku ist ja übelst brutal. Handy ist aber auch entsprechend schwer. Übelst brutal, meine Freunde. Wirst du oft erkannt jetzt, wenn du hier auf der Straße bist? Mal mehr, mal weniger. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wo ich bin, was ich mache und so. Ne? Wenn ich jetzt Livestreams mache, werde ich halt jedes Mal erkannt. Wenn ich jetzt so normal rumlaufe, bin ich noch nicht groß erkannt worden. Kommt mal das eine oder andere Mal vor, aber jetzt auch nicht so extrem. Ich muss da irgendwie voll aufpassen oder so. Okay. Und ein Auto oder so hast du ja gar nicht, oder? Dort. Nicht mehr, nein. Also ich habe mein Auto habe ich ja verkaufen müssen. Wegen, weil
weil ich ja keinen Führerschein mehr habe. Ich konnte das jetzt ein Jahr lang noch irgendwie rumstehen lassen. Davon wäre das Auto auch nicht besser. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, lassen wir es bleiben. Ich würde sehr gerne nochmal hören, warum hast du denn keinen Führerschein, Rainer? Erzähl doch nochmal, warum du die MPU nicht gemacht hast. Sind wieder alle anderen dran schuld, nicht du, ne? Hoffe ich jetzt erstmal wieder. Muss ich mir halt dann wieder eins holen, wenn ich meinen Schein wieder habe. Und daran arbeite ich im Moment. Weil so in so einem Wohnmobil, das war ja auch echt ganz gut, ne? Dann könntest du ja rumfahren, bräuchtest dir keine Miete zu zahlen. Das bringt mir aber ohne Führerschein auch nichts. Ich dachte, du hattest einen. Ich habe ja aktuell keinen mehr, deswegen habe ich ja mein Auto verkauft. Das war ja der Grund, warum ich das Auto verkauft habe. Ach so. Genau. Wenn ich das hinkriege, dann funktioniert das schon wieder. Aber mal schauen. Ich finde ja diese Gespräche mit diesen Gästen auch gar nicht mal so interessant meistens. Also, es ist schon am Anfang ein bisschen entertaining gewesen, aber es ist halt wirklich so, wenn du solche Normalos hast, die stellen halt immer dieselben Fragen. Jo, hast du ein Auto? Da sagt Rainer, nee, ich habe kein Auto, mein Führerschein ist weg. So, ja, da wird gefragt, jo, wo wohnst du? Ja, dazu äußere ich mich nicht. Ja, und wie gefällt dir Berlin? Ja, das ist ganz schön, aber weiter möchte ich mich dazu nicht äußern. Ja, ist halt leider immer wieder dasselbe. Alles klar. Jo. Ja, danke. Ich muss weiter. Ciao. Ciao. Was ist das hier? Dieses Schnaufen in Kombination mit seinem Gesicht, das er von unten filmt, wirklich. Das ist doch absolutes Meme-Material. Ehrlich gesagt, ich würde gerne ein bisschen Match spielen, aber irgendwie. Jetzt kriege ich diese eine Person aus dem Livestream nicht mehr raus. Was ist das denn? So ein bisschen Match spielen wäre ganz witzig. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass das etwas wird. Bum, 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 bum. Ich muss mal eben mal kurz meine Daten anschauen. Und gleich wieder rein. Beziehungsweise, ihr seht mich ja weiterhin. Der Mann verdient mit seinen Streams gut Geld. Ihr seht hier unten wieder 26 Euro, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Alles, was Rainer macht, ist Gäste in seinen Stream einzunehmen, da Belanglosigkeiten zu bequatschen, ne? Die ganze Zeit ein bisschen komisch in die Kamera zu gucken, von nichts einen Plan zu haben und damit verdient er Geld. Das schafft er dann auch, ne? Das ist wirklich utopisch. So, erstmal vielen Dank auf jeden Fall für die ganze Unterstützung, Leute. Das ist richtig cool. Aber ich friere mir gerade ehrlich gesagt was ab hier. Das ist echt. Also heute ist echt arschkalt. Ich bin echt nicht empfindlich, was Hitze angeht. Oder Kälte. Aber jetzt gerade, boah, hardcore. Gut, ich nehme noch eine Person mit rein, dann probieren wir es nochmal. Und dann gehe ich erstmal offline. Also, hallo. Hi. Na, alles gut. Oh, man versteht nichts, Rainer. Geh irgendwo hin, wo der Wind nicht ist. Uff, wie immer. Jetzt irgendwie muss ja. Ja. Danke, aber darf ich mal fragen, warum du das nur für Abonnenten anhast, den Chat? Ehrlich gesagt, ich habe irgendwas einmal umgestellt und seitdem habe ich nie wieder was dran geändert. Aber ja, wenn ich das nicht... für jeden frei machst, dann hättest du viel mehr Zuschauer, weil dann kommst du doch auf die For You. Wenn ich für jeden anhab, dann habe ich permanent Beleidigungen im Chat. Ja, Rainer, natürlich. Ich muss auch ehrlich sagen, so dieses typische Abonnenten-Chat-mäßige, ne, halt teilweise auch, damit die Leute nur schreiben können, wenn sie eben halt, ja, ich sag mal, Geld investiert haben. Und das ist halt so ekelhaft. Das finde ich halt wirklich so ekelhaft. Ich meine, dieses Argument mit, ja, dann sind halt weniger Hater da, ich kann das sogar verstehen, es macht ja auch Sinn. Aber es ist halt auch wieder so eine eklige Masche, ja, dass die Leute überhaupt erstmal bezahlen müssen, überhaupt mit an Chat oder für diese Gäste Sachen mit teilnehmen zu können. Das ist schon sehr eklig. Ja, aber auch deine Hater lassen ja den Chat rollen. Ja, aber ehrlich gesagt gebe ich da nicht viel drauf. Das interessiert mich ja nicht. Ich habe ja kein Interesse, irgendwie mega fame zu sein oder so oder zu werden. Ich habe nur natürlich nicht, Rainer. Und genau deswegen, was hast du letztens im Stream gesagt? Wie bekannt bist du? Für was kennt man dich so mäßig, ja? Du definierst doch Leute nur über den Bekanntheitsgrad, ne? Stellst dich immer mal über Leute, ja, mich kennen 100.000 Leute. Mich hassen zwar davon 95%, aber trotzdem kennen die mich, Rainer. Erzähl doch nicht, dass du nicht fame werden willst. Absoluter Quatsch. Interesse daran, mich mit vernünftigen Leuten zu unterhalten.
Ja, das stimmt schon. Aber dieses Geld hier kannst du ja auszahlen lassen, die Geschenke. Google zum Beispiel möchte sich auch gerade, ja, mache ich ja auch. Hab ja auch neben, ich verdiene ja damit auch nebenbei mein Geld. Burgler übrigens, vielen Dank und Grüße, weil er gerade wollte, dass ich ihn grüße. Ja, wie gesagt, grundsätzlich habe ich da nichts gegen, so. Ich bin im Land. Wenn du ein Foto machen willst, können wir eins machen, aber warte mal kurz, bitte. Einfach sehen. Dominik. So. Ja. Ja, wie gesagt, alles gut. Ja, ich habe kein Interesse daran, noch meine Reichweite noch weiter auszubauen oder noch extremer auszubauen. Auf Kosten einem katastrophalen Chat. Weißt du, da habe ich lieber ein paar Leute weniger im Chat. Aber dafür habe ich vernünftige Leute im Chat, mit denen man sich auch mal unterhalten kann oder so. Okay. Ich habe es so aufgemacht, so schon 20. Macht mich das mit. Wirklich, dieser Mann verdient damit sein Geld und steht im Wind rum, wo man nichts versteht. Na, man versteht dich gar nicht. Du hast einen Wind. Tornado. Ich sagte, wir haben ja trotzdem, ich habe ja trotzdem meistens zwischen 20.000 und 30.000 Zuschauer. Das reicht mir auch. Ich bin nicht gierig. Das ist auch mehr als genug, oder? Ich bin nicht gierig. Ja, ich habe auch gar keinen Bock, mich dagegen zu äußern. Ja, stimmt. Rainer ist ein sehr genügsamer Mensch. Finde ich jedenfalls, ja. Also mir reicht. Das ist gut. Ja, dann machst du mal ein paar Matches, dann kriegst du noch mehr Geschenke. Ja, Matches, ich habe das noch nie ausprobiert, bloß einmal. Aber Matches, da brauche ich ja, glaube ich, jemanden, der auch live geht, oder? Wie das ist, keine Ahnung. Du musst einfach unten auf die Funktion, also da steht unten diese zwei Männchen, da gehst du drauf und dann steht da ganz viele Matchpartner, die du anfragen kannst oder einfach random. Ah, okay. Ja, cool, muss ich mal probieren, auf jeden Fall. Dann mach das mal, dann geh ich mal wieder raus. Jo, danke dir, viel Spaß, ja, mach schön. Alles Gute, ciao. Matches. Hat der Reini wieder was Neues gelernt. Ja, ich sag mal so, wenn man mit diesen Matches wirklich gut Geld verdienen kann, dann ist das auch schon ganz schön utopisch, aber naja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Diese wirklich nichtssagenden Streams und er verdient sich damit wirklich gut Geld nebenbei mit, ne? Das ist schon echt crazy. Ups, das war die Kamera. So. Ah ja, die Männchen, ja, das ist mir schon klar. Oder war das hier? Gute Frage, ne? Also ich sehe das mit Gast und Gäste. Aber ich sehe hier keine Matches. Ich sehe hier nur die Gäste, die angefragt haben, ob sie mit dabei sein dürfen. Oh, ey, wirklich, Rainer. Beschäftige dich doch nicht damit im Stream, sondern guck doch einfach mal vorher, wie diese Seite funktioniert. Wenn ich TikTok machen würde, ja, und ich habe, wie gesagt, auch gar keine Ahnung davon, dann würde ich doch schauen, dass ich ein bisschen Plan habe, was man wie wo machen kann. Vivo. Also ohne Witz, das kann doch nicht wahr sein. Wäre jetzt halt praktisch, wenn ich mich damit besser auskennen würde, ne? Warte mal. Sind Hosts. Also der findet jetzt wirklich raus, wie das geht, oder was? Also wirklich, ey. Ach, Mann,
Das macht mich so nett. Ich habe gerade überlegt, aber ich sage, ich schneid's raus. Aber ganz ehrlich, wir lassen das einfach mal drin, damit ihr seht, wie unfähig dieser Mann eigentlich ist. Schnelleinladung. Verbinde dich schnell mit anderen. Sende Einladungen an mehrere Hosts gleichzeitig. Bla 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 bla. Achso, es geht nur von 18 bis 21 Uhr dort. Ach, keine Ahnung. Das ist wirklich wie so ein Rentner, den man so im Handy in der Hand gibt. Und der einen dann fragt, was sind denn Apps? Was sind denn diese Apps? Was mache ich denn damit? So wirkt Rainer gerade auf mich. Wie so ein richtiger Rentner. Auch dieser tote Blick, mit dem er die ganze Zeit in die Kamera schaut, beziehungsweise auf sein Handy. Mann. Beschäftige dich doch vorher mit solchen Sachen. Ich müsste mich damit mal mehr auseinandersetzen. Ja, und vielleicht nicht nur im Stream. Wie wäre denn das? Hm? Oh, mach mir das mit. Habt ihr übrigens die Jacke gesehen, die er trägt? Ne? Diese graue Dingsjacke, die er seit, weiß ich nicht, wie langen Zeiten schon nicht gewaschen haben muss. Bah. Dankeschön. Ich will halt auch niemanden unnötig auf den Geist gehen, ne? Dann hör auf, du gehst mir maximal auf den Sack, Mann. Alter, dann mach deinen Stream aus und find das selber raus und mach das nicht im Stream, du Keck. Oh, könnte ich ausrasten. Keine Ahnung, muss ich da jetzt einfach irgendjemanden einladen oder was? Keine Ahnung, ist einfach irgendwas eingeladen. Oh, zwei Schwäne. Das ist wirklich der schlimmste Stream von den ganzen, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Wirklich, die anderen Streams waren ja wirklich so, da hat er doch irgendwie unterhalten mit den Gästen und seinem dummen Gelaber. Aber das ist ja einfach, das regt mich einfach nur auf. Seit 2-3 Minuten fummelt er jetzt nur rum und sucht nach irgendwelchen Sachen, die er sowieso durch seine Kuh nicht versteht. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwelche Einladungen rausgehauen, aber irgendwie hat das keiner angenommen. Boah, kein Plan. Einfach mal, man kann 3 Stück irgendwie raushauen. Keine Ahnung, ob das wirklich Matches sind oder ob ich da einfach nur eingeladen, ob ich jetzt einfach nur... Oh. Das war ja. Halib Albi. Wo ist er denn da gelandet? Hä? Hat er sich jetzt weltweit einfach mit Randoms vernetzt oder was? Arabchat. Sprech nur. Sorry. No. Nur German, sorry. Ah, die 2-3 Minuten rumfummeln und Wettmachen haben sich gelohnt, Leute. Lol. Wie gehe ich jetzt so raus? Ja.
Ey, was ist hier los? Was ist das? Okay, Freunde, ich habe gerade nochmal durchgeklickt. Wir sind schon erlöst, tatsächlich. Der Stream hat da scheinbar geendet. Also Rainer wusste wohl nicht, wie er da rauskommt und hat einfach aus Panik den Stream beendet. schön. Ich habe mich köstlich unterhalten am Ende noch. Freunde, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Wingelong. Macht's gut. Ciao, ciao.